Im Jahr 2019 schockierte das Auftauchen des gefährlichen Covid-19-Virus die Welt und verursachte Millionen von Todesfällen. Kurz nach seinem Erscheinen behaupteten viele, dass die berühmte Serie Die Simpsons diesen Virus in einer Folge aus dem Jahr 1993 vorhergesagt hatte. Außerdem gab es in einer Episode von 1995 mit dem Titel Bart on the Road eine Szene, in der eine Brücke in Springfield namens Baltimore unter dem Gewicht eines darüber fahrenden Lastwagens zusammenbrach. Dieser Vorfall ereignete sich kürzlich. Gerade als wir dachten, diese Ereignisse lägen hinter uns, scheint sich eine weitere Vorhersage abzuzeichnen, und diesmal könnte sie beunruhigend sein. Was sagt die Simpsons für 2024 voraus? Begleiten Sie mich auf dieser Reise und erfahren Sie, was passiert ist und warum die Simpsons ernst genommen werden sollten. Erste Baltimore-Brücke, die Simpsons, die am längsten laufende Serie in der Geschichte des Fernsehens, erregt häufig Aufmerksamkeit in den sozialen Medien aufgrund ihrer prophetischen Momente. Kürzlich geriet die Serie erneut in die Schlagzeilen, als ein Schiffsunglück auf der Francis Scott Key Bridge in Baltimore, USA, geschah. Die Brücke stürzte ein, nachdem ein großes Frachtschiff namens Dali, das auf dem Weg von Singapur nach Colombo in Sri Lanka war, kurz nach dem Verlassen des Hafens einen Stromausfall erlitt und mit einem Pfeiler der Brücke kollidierte. Dies führte zu einem Brand und dem Einsturz des 2,6 Kilometer langen Bauwerks. Nach dem Einsturz der Baltimore-Brücke verbreiteten sich in den sozialen Medien schnell verschiedene Verschwörungstheorien, darunter die Behauptung, die Simpsons hätten das tragische Ereignis vorhergesagt. In einem TikTok-Video ist Homer Simpson zu sehen, wie er in Schottland schreit, mit einer Brücke im Hintergrund. Es wurde jedoch klargestellt, dass es sich bei der Brücke, die in dieser Folge der Staffel 35, Episode 8 gezeigt wurde, um die Forth Bridge in Schottland handelte und nicht um die Francis Scott Key Bridge. Obwohl die Vorhersagen der Simpsons selten genau mit realen Ereignissen übereinstimmen, ist die Zerstörung der Baltimore-Brücke nur ein Beispiel dafür. Hier sind weitere Vorhersagen aus Die Simpsons, die möglicherweise im Jahr 2024 eintreten könnten. Zweiter Stromausfall. Die jüngste Prognose für 2024 wird als warnendes Beispiel betrachtet. Worum geht es bei dieser Warnung genau? In einer Folge von Die Simpsons kommt es zu einem erheblichen Stromausfall. Kürzlich warnte der stellvertretende britische Premierminister Oliver Dowden die Bürger davor, sich auf mögliche Stromausfälle oder Unterbrechungen der digitalen Kommunikation vorzubereiten. Diese Warnung hat Vergleiche zu den Vorhersagen in Die Simpsons gezogen. Dowden wies auf die Gefahr zukünftiger Netzausfälle hin und riet den Menschen, sich mit batteriebetriebenen Radios, Taschenlampen, Kerzen und Erste-Hilfe-Kästen auszustatten, was in den sozialen Medien Besorgnis auslöste. Einige Forscher spekulieren, dass ein solcher Stromausfall durch einen Sonnensturm verursacht werden könnte, ein Ereignis, das etwa alle 100 Jahre auftritt und das Potenzial hat, elektronische Geräte weltweit stark zu beeinträchtigen. Es wird auch vermutet, dass sich ein ähnliches Ereignis vor 103 Jahren an verschiedenen Orten ereignet hat, was möglicherweise auf eine Wiederholung Ende 2024 hindeutet. Wir werden abwarten müssen, ob es im nächsten Jahr zu einem weltweiten Stromausfall kommt und ob die Simpsons die Zukunft wieder einmal richtig vorausgesagt haben. Dritte Dürre: Die Vorhersagen der Simpsons für 2024 gehen über Stromausfälle hinaus. In einer Episode wird die Rationierung von Wasser aufgrund von Dürre vorhergesagt, was an die jüngsten Sorgen über Dürre und Wasserknappheit erinnert. In einer anderen Folge werden Menschen gezeigt, die aufgrund extremer Hitze ihre Häuser nicht mehr verlassen können, ein Szenario, das an die heutige Realität erinnert. Die Serie suggeriert eine sich abzeichnende globale Klimakrise im Jahr 2024, die als Temperaturpandemie bezeichnet wird. Dabei sind Menschen aufgrund extremer Witterungsbedingungen gezwungen, ihre Häuser zu verlassen, Unternehmen werden geschlossen und es kommt zu Todesfällen aufgrund der Hitze. Dies wirft die Frage auf, ob sich eine solche Krise tatsächlich weltweit ausbreiten wird. Vierter wirtschaftlicher Zusammenbruch. Die Simpsons sagen für 2024 auch einen weltweiten wirtschaftlichen Zusammenbruch voraus. Angesichts der Folgen der Pandemie, regionaler Spannungen und zahlreicher Konflikte erscheint ein wirtschaftlicher Abschwung immer plausibler. Die Serie warnte erstmals in der Folge Bart to the Future aus dem Jahr 2000 davor, in der Zusammenbruch während der Präsidentschaft von Donald Trump vorhergesagt wurde. Obwohl Trump nicht mehr Präsident ist,
müssen die Vorhersagen nicht genau mit der Realität übereinstimmen. 5. Schwarzes Loch. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass die nächste Vorhersage eintritt, zumindest nicht im Jahr 2024. Trotzdem sollten wir für einen Moment unsere Fantasie spielen lassen. In der Folge Treasure of Horror 23, die 2013 ausgestrahlt wurde, wird Springfield von einem schwarzen Loch bedroht. Trotz der Bemühungen der Familie schafft Lisa versehentlich ein Szenario, in dem die Stadt zerstört wird und Maggie allein zurückbleibt. Natürlich handelt es sich hierbei um reine Fiktion, aber es gibt Anlass zur Sorge über mögliche noch nie dagewesene Naturphänomene, die unseren Planeten betreffen. Wissenschaftler haben festgestellt, dass das der Erde am nächsten gelegene schwarze Loch etwa 1560 Lichtjahre entfernt ist, weshalb die Wahrscheinlichkeit eines solchen Ereignisses äußerst gering ist. Auch wenn uns die Fortschritte in Wissenschaft und Technik immer wieder überraschen, ist kein Naturphänomen völlig unmöglich. Nach dem derzeitigen Stand der Wissenschaft scheint die Wahrscheinlichkeit, dass die Vorhersage des schwarzen Lochs in Die Simpsons im Jahr 2024 eintritt, jedoch sehr gering zu sein. 6. Roboter mit künstlicher Intelligenz. In vielen Episoden von Die Simpsons gibt es Szenarien, in denen Roboter die Kontrolle übernehmen und Chaos anrichten. In der Folge E.T. und Scratchyland aus der 6. Staffel sorgen Roboter beispielsweise für Chaos. In einer Episode aus dem Jahr 2013 übernehmen Roboter die Kontrolle über ein Kernkraftwerk. Die rasante Entwicklung der Robotertechnologie in den letzten Jahren birgt zahlreiche potenzielle Risiken. Experten wie Jürgen Schmidhuber, oft als Vater der künstlichen Intelligenz bezeichnet, sagen voraus, dass Roboter innerhalb weniger Jahrzehnte die Welt beherrschen könnten. Während von Robotern heute nur eine geringe Gefahr ausgeht, bleibt die Zukunft ungewiss. Wenn wir diese Szenarien aus Die Simpsons ernst nehmen, sollten wir Vorsicht walten lassen und uns auf mögliche Risiken vorbereiten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Vorhersagen der Simpsons für das Jahr 2024 recht plausibel erscheinen, nicht wahr? Glauben Sie, dass sie wahr werden könnten? Teilen Sie uns Ihre Gedanken und Meinungen in den Kommentaren mit.